schafft noch. Wow. Wow. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Jawohl, der erste Part nach meinem Livestream. Und ich muss mich nochmal an der Stelle noch ein weiteres Mal für euch bedanken. Es war echt mega easy gewesen mit euch. Genau am Sonntagabend. Und ja, es hat echt mega Fun gemacht. Und ich werde auch garantiert die nächsten Tage... ich werde garantiert die nächsten Tage, also wahrscheinlich noch heute, wenn ihr das Video guckt, wird vielleicht sogar schon oben sein, je nachdem, wann ich es mache. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein kleines Infovideo raushauen, denn ich werde auf meinem Kanal ein paar kleine Änderungen durchführen, was den Upload der Videos betrifft und alles mögliche. Und auch zum Thema Livestream werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen Gedanken machen, ob jetzt Twitch oder YouTube oder wann, wo, um wie viel Uhr, wie oft. Wird auf jeden Fall nochmal ein kleines Video kommen, dass ihr da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden seid. Und genau, das wollte ich euch nur Bescheid sagen. Also habt da mal ein Auge offen, guckt ab und zu bei mir mal vorbei und dann werdet ihr dann die nächsten Tage, ich denke mal so Montag, Dienstag, werdet ihr dann auf jeden Fall von mir ein Video bekommen. Scheiße. Okay. Das letzte Mal haben wir einen Flammenwerfer bekommen. Ich muss mir unbedingt angewöhnen, den vielleicht jetzt auch mal zu benutzen. Hier oben war das zweite gewesen. Komm schon. Vorratsspeicher verschlossen. Wir haben Flammenwerferöl gekriegt. Warte mal. Aber mehr als 500 geht nicht. Ich will mich auf jeden Fall so ein klein bisschen beeilen. Rennen will ich nicht. Aber es ist sicher auch falsch, die ganze Zeit an einer Stelle stehen zu bleiben. Ich glaube... Oh, hier ist gerade das letzte. Genau. Komm, komm, komm. So ist gut. Wie gesagt, haltet Ausschau die nächsten Tage ab und zu ein bisschen auf meinem Kanal. Ich werde ein Infovideo rausholen, weil mir hat das Livestream halt auch wirklich mega, mega Spaß gemacht. Und ah, okay. Hier muss also ein Code drin sein. Ah, da müssen wir den eingeben. Schauen wir mal. Da kommen wir nicht rein. Da ist gesperrt. Ordnercode. Ja. Ist natürlich immer mega schlau. 7789. Auf demselben Computer, wo man den Code braucht, auch den Code abzuspeichern. 7789. Jules, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Das hören wir. Muss nicht eskalieren. Da kommen wir nicht rein. Ah! Ricardo, Serverrezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Das ist nie gut, wenn der sagt leise. Ist der böse? Der ist gut. Oh, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass die Androiden jetzt momentan nicht böse sind. Da haben wir nochmal Dings, Lagepläne. Das habe ich eigentlich auch gecheckt, ne, dass man die benutzen kann. Oder beziehungsweise wie man die benutzen kann. Ah, da müssen wir hin. Wir sind falsch. Okay.
Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus da. Ich werde ihren Ausgang offen halten, bis sie durch sind und dann die Falle schließen. Geräuschemacher, okay. Oh, wir können speichern, einen Moment. Das ist schon mal tipptopp. Das Einzige, was scheiße ist bei den Androiden, egal ob sie gut sind oder böse, wenn die rumlaufen, das Alien gibt halt einen Fick auf die, weißt du? Und dann kann ich manchmal nicht unterscheiden, von wem jetzt die Schritte sind. Nicht gut. Ah, ist nur ein Android. Nein, es ist nicht nur ein Android. Das Alien ist da. Falls der Service Sixen Standards widersprechen sollte, legen Sie. Komm jetzt! Okay, jetzt gebe ich Gas. Scheiße, das hat funktioniert! Wo muss ich hin? Oh shit, wo muss ich hin? Noch. Wow. Wow. Das war krank. Okay. Schneller. Wir sollten vielleicht nicht hier bleiben. Wo muss ich denn überhaupt hin? Die Serverfarm abriegeln. Wo ist denn die? Ah. Server Control, wir müssen hier rein. Oh, bitte kommt der nicht. Komm schon. So? So? Ja! Los! Los, los, los! Ich habe keine Zeit für das. Nein! So? So? Und ja. Und das hier. Okay. Server haben wir abgeriegelt. Okay, wo müssen wir hin? Das war's. Geschafft. Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Ein Augenblick! Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, er ist zu! Bewegt sich kein Stück! Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringt sie. Wo muss ich hin? Oh. Gott. Es tut mir leid, Ripley, ich arbeite dran. Will der mich verarschen? Da unten. Hat das mich gesehen? Wo kommt das denn jetzt? Ich brauche mehr Zeit. Ich habe nicht mehr Zeit. Nee, Ricardo, ich habe echt keine Zeit. Ich habe keine Munition noch mehr fast. Wo muss ich lang? Wo denn? Entkommen Sie aus dem... Ja, aber von wo? Hier ist offen. Und jetzt? Wartet mal. Komm schon. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten... Ey, springt mir genau das Ding. 2 Zentimeter Feuer vor die Fresse. Ich glaube, hier war ein Speicherpunkt, oder? Oh, abspeichern. Ey, das war so... Scheiße. Ey, manchmal erschreckt mich das aber auch zu Tod, Mann, das Scheißding.
Nicht überlegen, einfach machen. Los. Mach auf, komm. Wir müssen wieder zurück, gell? Ja. Wir müssen wieder komplett zurück. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, wirklich da rauszukriegen. Sie haben es rausgelassen. Wir hatten es eingesetzt. Ah, scheiße, das war so knapp. Ripley, es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Nein! Ripley, Ricardo. Wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, kommen, was Sie wollen. Ich hab dir jede Gelegenheit gegeben, abzuhauen. Wer ist denn das? Komm schon! Das war der letzte, oder? Ey, tut mir leid, Leute, ich weiß, ihr wolltet denn. Nein, Mann, ich wollte gerade die Waffe wechseln, dann ist Scheiße. Och, nö. Mann, dieses Mistvieh. Oh. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich soll nicht so rumballern, aber wenn ich schon die Magnum habe, dann. Also die Menschen, die lege ich um, wenn ich kann. Das ist mir egal. Dafür will ich keine Flammenwerfermunition verbrauchen, aber dafür nehme ich die Magnum. Also den Revolver. Ricardo, wie haben Sie ihn wieder geöffnet? Ich musste den Alarm stoppen. Das war die einzige Möglichkeit, wirklich da rauszukriegen. Sie haben es rausgelassen. Wir hatten es eingesperrt und Sie haben es rausgelassen. Welcher Aufzug ist denn das, den wir nehmen sollen? Es ist Ihnen noch immer auf der Fährte. Wo soll ich hin? Nehmen Sie den Aufzug zu den Gemini-Laboren. Falls es Ihnen folgt, können wir es dort einsperren. Ripley, Ricardo. Scheiße, ich dachte, das ist der Aufzug, wo der meint. Wir dürfen es nicht nochmal entkommen lassen, komme was wolle. Nehmen Sie den Aufzug zum Gemini-Expo. Hier irgendwo. Hier ist gar kein Aufzug. Oder? Scheiße. Oh oh. Nein! Verdammt! Feuerlöschanlage zu aktivieren. Bitte verlassen Sie sich am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt. Lass mal schnell gucken, ob ich noch ein Medi. Das ist keine Übung. Bleiben Sie ruhig. Okay. Finden und aktivieren Sie die Feuerlöschanlage. Bitte kommen Sie. Ist der feindlich? Der war feindlich, ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil wir Leben verlieren. Wo muss ich lang? Ich glaube halt wirklich, dass das Alien hier immer noch rumlaufen kann. Nicht schon wieder sowas. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier ist verschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da rein muss. Oder? Doch. Komm schon.
Los! Wir verlieren Leben! Und jetzt? Das ist nicht mehr gut. Mann, ich bin im Kreis gelaufen. Wo muss ich nochmal lang? Ah! Aua, aber hä? Das ist doch jetzt gerade alles derselbe Raum hier, oder bin ich gerade vollkommen dumm? Ja, ich glaube, ich bin vollkommen dumm. Ich laufe gerade voll im Kreis, gell? Ja, oh, was mache ich denn hier? Oh, ich Depp, hier ist die doch, oder? Ist die... Oh, steht doch auf. Nee, das ist die gar nicht. Aua, aber wenn ich hier gucke... Ich stehe genau hier davor. Was soll ich machen? Nehmen... Ah, nehmen Sie den Aufzug... Ah, jetzt muss ich wieder den Aufzug nehmen. Ah, ne, finden und aktivieren Sie die Feuerlöschanlage, ja? Ah, das ist der Aufzug. Die Feuerlöschanlage ist hier unten. Oh, ich... Tut mir leid, ich habe mich gerade nicht konzentriert. Vor allem, das ist auch nicht mehr lustig. Weil wir halt echt Leben verlieren hier. Wir sterben wahrscheinlich gleich. Ah, das hier, oder? Oh, Gott sei Dank. Glück gehabt. Wait, was ist los mit dieser Station? Die fällt schon seit längerem auseinander, aber dank der Stilllegung sind auch die meisten der Systeme abgeschaltet. Hinzu kommt, dass alle... Ja, ich bin jetzt gerade ganz falsch. ...beschäftigt sind zu überleben, als dass sie irgendwas instand halten könnten und, voilà, Chaos. Ich glaube, der Aufzug ist genau über mir, oder? Kann das sein? Ah, ich weiß nicht. Da ist der Aufzug, aber... Das ist ein anderer. Da sind Leute, guck. Nicht schlau, was ich hier mache. Ich glaube, hier ist der Aufzug irgendwo. Oh, drück! Alles knapp. Scheiße, geil. Mann! Oh mein Gott. Ey, wir kommen richtig gut voran. Ich bin in Gemini, Waits. Die gesamte Einrichtung muss mit Strom versorgt werden. Es gibt einen Lastenaufzug, den Sie nehmen müssen. Aber er ist nicht mehr in Betrieb. Erstmal abspeichern. Gemini die Gelder gestrichen hat. Stellen Sie den Aufzug zum Vertrieb wieder her. Oh, hey, was geht? Na? Alles gut? Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Bin ich auch. Oder meint ich die? Scheiße, ich brauch Medikits, ey. Ich muss nur mal mit dem Fuß irgendwo, den dicken Zeh irgendwo stoßen und schon sind wir tot wahrscheinlich. Gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Wo müssen wir denn hin? Nicht gut. Das war unser letzter Flammenwerfer-Munition gewesen. Unsere letzte Flammenwerfer-Munition. Ja. Super. Stellen Sie den Aufzug zum Vertrieb... Wieder her. Okay. Ich muss irgendeine Steuerkonsole oder sowas suchen wahrscheinlich. Da kommen wir nicht rein. Brauchen wir einen Plasmaschneider. Jo. Ich denke, das war's jetzt. Ich habe keine Waffen mehr. Also kein Flammenwerfer zumindest. Ey, ich hab dir den Arsch gerettet, meine Liebe, gell? Oh, da tropft... Das sitzt da oben. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Wärter da gelassen haben. Es ist im Lagerraum direkt vor Ihnen. Und tut Scheiße.
ist es im Lagerraum direkt vor ihnen. Ist das hier der Lagerraum? Sixen versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug geredet für uns. Gut, Flammenwerfer ein bisschen aufgeladen, das ist gut. Wir brauchen aber... Wir müssen einfach weiter, gell? Das ist hier. Das ist da hinten. Scheiß auf Überwachungskamera. Plasmaschneider verbessert. Mann, geh auf die Seite. Da müssen wir rein. Go, 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 go! Go, go! Ey, Plasmaschneider finde ich ganz scheiße. Das dauert mir zu lang nämlich. Okay. Wir müssen sicher rechts. Was haben wir hier? Nicht gut. Wartungscheckauftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Ah, der ist aber nicht böse, gell? Ich werde umgehend bei Ihnen sein. Wo ist das Vieh? Was müssen wir hier machen? Ah, den Zugang wiederherstellen. Noch nicht jetzt. Erstmal hier. Fehler. Nicht gut. Wo finde ich die Leistungsschalter, Waits? Da ist einer in den Analyselaboren. Der andere ist im Dekor. Als hätte ich nichts anderes zu tun. Wo ist das Vieh? Komm her. Das war mein letzter Schuss. Ja. Der hat mich erwischt. Oh, scheiße, Mann. Und klapp. Okay, Leute. Ich denke, ich nutze den Tod jetzt, um an dieser Stelle den Part zu beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Und genau, jetzt heute oder morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt, wird noch ein Infovideo zum Thema Livestream und Neuerung auf meinem Kanal geben. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr bisher geguckt habt. Habt einen schönen Abend noch. Haltet die Ohren steif, euer Nier. Ciao.